Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier bei Let's Multiplay. Diesmal wieder mit dem Florian, das bin ich. Und wir haben heute einen kleinen Truck von MAN, beziehungsweise den Fliegelabsetzer in der Version 1.3. Ja, warum haben wir den, fragt ihr euch? LKW gibt es doch jede Menge im Landwirtschaftssimulator. Ja, das ist korrekt. Allerdings, wenn ihr zugehört habt, der Fliegelabsetzer ist eine verlängerte Funktion. Das ist ein Fahrgestell für 5,4 Meter mit Wechselbrücke. Und hinten hat er eine Doppelkupplung drauf. Und ja, genau. Die haben wir jetzt schon mal mit dabei. Und wir haben, warum wir den Truck nämlich haben von den MAN, wir haben uns eine Amazone geholt. Und zwar mit einem Absetzrahmen. So, also einem Absetzrahmen. So rum. So. Das Ganze mit einem Zusatztank von insgesamt 20.000 Liter Kapazität, 24 Meter in der Arbeitsbreite, und ihr wollt natürlich jetzt schon mal sehen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ja, wir können sie jetzt auch noch mal absetzen. So, dann fahren wir mal außen raus. So, und sehen, wunderbar, klappt schon mal, fahren jetzt hier noch mal ran. Heute auch mal wieder mit dem Gamepad unterwegs. So. Ah, gucken wir mal, ob wir es schon ankoppeln können. Jo, sieht gut aus. Funktion ist relativ einfach erklärt. Wir fahren jetzt mal zu unserem Hof zurück. Und schauen wir, dass wir die Düngerspritze mal aufladen. Um mal zu gucken, ob das Ganze denn auch so funktioniert, wie es soll. So. Und dann schauen wir mal, ob wir die Düngerspritze auch zum Einsatz kriegen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, der MAN lenkt sich schon mal sehr gut. Nicht sehr stabil hier. Fahren wir von draußen noch mal ein bisschen. Ja. Also sehr ruhiges Fahrverhalten, liegt sehr gut auf der Straße. Übersteuert nicht, zieht nicht so. Macht sich sehr schick. Licht funktioniert auch. Auch an der Amazone, das ist auch sehr schön. Ja. Arbeitslicht funktioniert auch. Sehr gut. So kann man arbeiten. Blinker. Links, rechts. Warnblinker. Wunderbar. Funktioniert auch. So. Dann holen wir uns doch jetzt mal ein wenig. Achso, weil wir können ja eben mal kurz gucken, ob hier die Leuchten hier oben auch funktionieren. Ja, die funktionieren auch. Das ist dann das Fernlicht. Sehr schön. Gut. Also beim MAN gibt es schon mal keine Schwachpunkte, die ich jetzt auf den ersten Blick so erkennen würde. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch mal ein bisschen unsere Spritze voll kriegen. So. Sound der Bremsen ist auch gut. Die Druckluftbremse. Das funktioniert. So. Naja, ich wollte eigentlich. Genau. Ich wollte auffüllen. So. Das läuft schon mal. Können wir mal gucken, auch wenn das Feld da vorne fertig ist, das werden wir jetzt gleich einfach mal düngen hier. So, 35% dürften reichen erstmal für den Anfang, um das zu testen. Na jetzt, 40%, oh Moment, was war das denn gerade? Da habe ich doch gerade was am Reifen was gesehen, was mir nicht so gefallen hat. Beim Fahren. Ne, war nur ein optisches, eine optische Täuschung. Ich dachte, der Reifen wäre im Boden versunken. So, dann fahren wir mal rüber zum Feld und schauen uns die Spritze mal an. Also waschbar ist sie übrigens auch, finde ich auch sehr schön. Mal gucken, ob sie schmutzig wird. Und ja, ebenso waschbar natürlich auch der MAN Fliegelabsetzer. Das ist auch möglich. So, sieht ein bisschen Banane aus, muss ich dazu sagen, wenn man hier mit so einem riesen LKW hier steht und das Feld düngen möchte. Wir klappen die Spritzen einfach mal aus. Und schauen jetzt einfach mal, was die Spritze denn so kann. Oder auch nicht kann. Das ist natürlich auch mal die andere Frage, ob es kann oder nicht kann. So, wie immer gibt es natürlich beide Mods auch
in der Beschreibung des Videos zum Download. So, wir können hier den Ablieger nochmal hoch und runter fahren. Das funktioniert auch. So, jetzt gucken wir, dass wir das Ding nochmal anschalten. So, Feldspritze anschalten. Nein. So. Funktioniert, sieht gut aus. Einen Helfer können wir auch einstellen dafür, für die Aufgabe. Funktioniert. Wunderbar, wie wir sehen können. Auch mit einem Helfer drin. Gut, wir stellen den Helfer jetzt mal, schmeißen wir den Helfer mal raus. Und schalten die Feldspritze mal manuell ein. Und schauen mal, wie der Verbrauch so aussieht. Ja, sieht aber auch normal aus, der Verbrauch. Also keine Besonderheiten hier im Verbrauch zu erkennen. So. Wendekreis wie ein Panzer, auch sehr schön. Und gut, das Feld ist wie gesagt jetzt schon erntereif. Das heißt, das Düngen macht jetzt hier relativ wenig Sinn. Der LKW hält sich auch an die Erntegeschwindigkeit. Auch sehr gut. Sieht soweit alles sauber und gut aus. Es wurde in den Kommentaren auf Modhoster wurde angemerkt, dass man vielleicht noch einen kleinen Schriftzug drauf packen könnte, auf den Tank hier, auf den Seitenteilen des Tanks. Dem schließe ich mich gerne an. Würde ein bisschen mehr hermachen. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt noch eine andere Version habe, weil auf den Bildern auf Modhoster war da schon ein Schriftzug drauf, wobei ich die aktuellste Version eigentlich gezogen habe. So, zusammenklappen klappt auch wunderbar. Hoch und runter fahren klappt hier auch im zugeklappten Zustand. Sehr schön. Ja. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir können noch mal gucken, ob wir noch mal einen kleinen Zusatz haben hier von den Mods. Hier ist schon mal nichts dabei. Diverses. Da haben wir noch ein paar Hallen. Autos, Forstgeräte. Ich hätte gedacht, dass hier noch vielleicht ein bisschen was dazugekommen ist. Wobei, hier, wir haben ein Fahrgestell vom Fliegel hier. Der ist auch mit dazugekommen. Den kaufen wir so einfach mal. Und dann können wir da bestimmt noch was dranhängen. Den hier bestimmt. So, das kaufen wir auch nochmal. Das zeigen wir jetzt eben nochmal. Wir fahren mal eben zum Shop hin. Im Sauseschritt rasen wir jetzt mal hin. Und dann gucken wir mal, dass wir da auch noch was, die beiden Absetzer auch nochmal finden. So. Schmutzig geworden sind wir gerade nicht. Zumindest habe ich nichts gesehen. Geben wir mal ordentlich Gas hier mit dem MAN. Innen drin funktioniert die Drehzahl und auch das Tacho funktioniert. Sehr gut. Auch nicht immer. Wir fahren ein paar Autos rum. So. Ja, auch nicht immer so das Maß aller Dinge, dass hier alles drin funktioniert, die Tachoanzeigen. Ups, jetzt bin ich gegen den Baum gefahren, das ist natürlich auch nicht so prickelnd. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Auflieger hinten nochmal drauf kriegen. Jetzt habe ich mich festgefahren hier. Schön. Gucken wir mal, was wir jetzt hier gemacht haben hier. Ach ja. So, da sind wir auch rausgekommen. Ja, mit gegen Bäume fahren habe ich es gerne mal. Passiert mir relativ häufig. Nicht nur bei Landwirtschaftsumwarte, sondern generell auch, dass ich gegen Bäume fahre. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding hier rankriegen. Auch mit Ankoppeln habe ich so meine Schwierigkeiten. Sieht jetzt aber gut aus. Jo, der liegt. So, und jetzt kommt die große Kunst. Und zwar, jetzt müssen wir das Ganze hier nochmal ankoppeln hier hinten. Dazu machen wir das Hut mal wieder an. Ich auch sehen kann, weil ich in der richtigen Position bin. Man kann natürlich generell alles, was mit dem Absetzrahmen, alles was einen Absetzrahmen hat, kann natürlich auch hier hinten dran gezogen werden. In diesem Fall habe ich jetzt ein Fliegel TMK 266 Bull, der ist multifruchtfähig und hat 30.000 Liter Kapazität. Ich greife meine Ernte fährt, das ist natürlich gar nicht so verkehrt.
Ups, so nah, jetzt habe ich ein bisschen. Ist gar nicht so einfach, rückwärts zu fahren. Besonders nicht, wenn man hinten noch den. Die Brücke dran hat. So, ankuppeln. Jo. Das funktioniert auch. Sieht auch schön aus. Und ja, in diesem Sinne, wir gucken mal. Linker funktioniert. Wir können auch mal gucken, ob das Ganze. Haben wir noch irgendwas in den Silos drin? Gucken wir mal. Ja, haben wir noch. Dann laden wir einfach was in die Silos mal was rein und gucken, ob wir es auskippen können. Das ist natürlich auch immer noch wichtig. Gerade wenn man ein Multifruchtgerät hat, wo einfach mal alles reingeht, macht es ja relativ wenig Sinn, wenn man da nicht abladen kann oder nicht abkippen kann. So. So, dementsprechend fahren wir mal eben zum Hof wieder hoch. Und schauen uns das Ganze mal an. Wie gesagt, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, postet es gerne in die Kommentare rein. Like dieses Video sehr gerne, da freuen wir uns immer drüber. Über jeden Like freuen wir uns. Genauso freuen wir uns natürlich auch über jeden Abonnenten. Also wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und ihr Lust habt auf ein paar lustige Spielchen, dann abonniert uns sehr gerne. So, beim 1000er Special gibt es auch immer wieder ein paar schöne Aktionen. Können wir noch ein paar Sachen noch gewinnen dann und so und noch andere Sachen sind geplant. Community Server gibt es auch, also falls ihr mit uns mitspielen wollt. So, jetzt gucken wir mal. Aha. Nein. Das ist der Nachteil. Jetzt klappt er die auf. Das war jetzt nicht der Plan, dass er jetzt alles aufklappt hier. So. Feldspritze zuklappen. So. Gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch ein bisschen was befüllen können. Indem wir jetzt einfach mal ein Stück rückwärts fahren hier. Und nochmal ranfahren, besser gesagt. So. Um dann die Befüllung mal zu starten. So. Oder auch nicht. Hm. Ich stand vermutlich ein bisschen bescheiden. Darunter. Aber eigentlich dürfte ich jetzt direkt. Ach, Befüllung starten. So, Start, ja. So, er füllt auch schon Sachen rein. Es ist natürlich jetzt ein bisschen das Problem, dass ich vorne noch den Düngertank dran habe und den als zweiten Anhänger gekoppelt habe. Man kann natürlich theoretisch auch zwei Aufsätze hiervon kaufen und dann die beiden draufspannen. Oder anhängen. So, jetzt fahren wir hier die Kurve nochmal und laden das Ganze nochmal ab. Ja, die Silos ist okay. So. Auch eine sehr schöne Animation hier beim Runterfahren von der Rampe mit dem Reifen. Wir zoomen jetzt da nochmal ran. Wirklich ein sehr schön gemachter Mod. Also beide Mods sind sehr schön. Jetzt sieht man es natürlich hier natürlich nicht. Dann fahren wir mal rückwärts nochmal drauf hier. Aber man sieht, wie die Reifenachsen sich wirklich ein bisschen bewegen. Also dass auch ein bisschen Spiel mit drin ist. Ist sehr gut gemacht. Doch, doch. Kann man nicht meckern. So, jetzt gucken wir die letzte Funktion. Können wir das Ganze auskippen? Ja, können wir. Sehr schöne Animation, sehr schön gemacht. Ja, da klappt auch noch was hoch hier. Oh, wobei, da fehlt doch die Hydraulik. Das sehe ich doch. Ah, nee, da ist sie. Hydraulik ist auch da. An alles wurde hier gedacht. Ich sehe jetzt auch keine großen grafischen Fehler, dass irgendwie Reifen nicht in Ordnung sind, dass Blinker nicht richtig funktionieren. Das ist alles nicht der Fall. Rückfahrlicht funktioniert auch. Was will man mehr? Sehr schön gemacht vom Modder. Ich glaube, hier könnten wir sogar noch was dranhängen. Das testen wir jetzt aber nicht. Sondern wir belassen es so, wie es ist.
und freuen uns auf die nächste Mod-Vorstellung hier bei Let's Multiplay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Wünsche, Kommentare, schreibt es gerne. Kommt auch gerne bei uns auf dem Community-Server vorbei. Da spielen wir auch fleißig LS15 und wie gesagt auch gerne mit euch. Was ihr dazu tun müsst, einfach ins Teamspeak reinkommen, mit uns sprechen und dann spielen wir auch zusammen. Jetzt habe ich mein Mikrofon gemutet, auch schön. So, wie gesagt, Let's Multiplay sagt vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.